Weiter geht's. Codierung überlastet. Aber es geht, glaube ich. Sehr gut. So. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Und dabei ist eine halbe Stunde her seit der letzten Aufnahme. Also, es ist echt schwierig mit meinem EO4. Wir brauchen hier noch eine Grundstärke von 4. Das machen wir aber jetzt sicherlich nicht, denn wir müssen erstmal Tech 8 haben. Was wir auch wollen. Also, eigentlich wollen wir hier Richtung Nagur, sehe ich richtig, ne? Euch wollen wir den Krieg erklären, weil dann kommt Jaipur mit und wir können uns Geert unter den Nagel reißen. Und zwar deutlich schneller, als wenn. Wait. Mal mit euch auch noch einen Frieden. Bruch der Waffenruhe. Bis 1502. 1503. Oh, okay. Ey, irgendwie laufen diese Pläne hier alle überhaupt nicht. Wer seid ihr denn eigentlich? Ihr seid ganz woanders. Ihr seid da rechts, ja. Ey, dann scheiß doch drauf. Dann machen wir hier Folgendes. Wir werden die Rebellen in Hassa ausschalten und währenddessen Richtung Karakolonio einfach uns nochmal bewegen. Dann kannst du eigentlich hier bleiben. Ja, nee, geh da mal rüber. Ist in Ordnung. Ziehen die Leute hier auch alle rüber. Ja. Ist nur die Frage. 10,4 Jahre. Ja, das ist ja ein bisschen hin. Das ist doch in Ordnung. Geld spielt überhaupt keine Rolle. So, kommt das nochmal dazu. Wie sieht es mit euch aus? Ja, da machen wir auch nochmal hier ein bisschen. Medina müssen wir ein bisschen. Wir gehen mal eben hier in den Nahen Osten. Lassen jetzt erstmal ein bisschen wieder hier ruhen. In dem Bereich lassen hier unsere AE downticken und wollen dann natürlich gleich quasi mit Jaipur als nächstes in den Krieg ziehen. Das dauert auch noch 5 Jahre, da können wir ein bisschen was zwischenschieben. Und in genau dieser Zwischenzeit sollten wir uns vielleicht auch nochmal einen neuen Ally suchen. Einen können wir noch. Malwa, zwei sogar eigentlich, wenn wir hier das hier mit Malwa auflösen. Ja, gucken wir gleich mal, wenn hier wieder ein Dings zurückkommt. Ein ekelhaftes Event. Dann können wir da mal gucken. Oh, sehr schön. Wieder Korruption auslöschen. Und das hilft uns wieder neue Gebäude zu bauen. Dürfen nicht vergessen, dadurch, dass wir auch hier die Trade-Dings bauen, kann es sein, dass auch manchmal so ein normales Gebäude besser ist. Das gefällt mir aber gar nicht. Aber hey, müssen wir trotzdem machen. Aber denen gefällt das noch viel weniger als mir, wie wir sehen. So. So, und dann nehmen wir einmal den hier auf. Militärzugang aufkündigen. Und dann sagen wir, wir wollen uns nochmal umschauen nach einem neuen Ally. Bündnis anbieten. Wer will denn so? Das sind alles nicht so die bombastischen Bündnisse, ne? Bengal, aber Bengal ist, glaube ich, ne, war mal verbündet mit Jaipur. Sind sie nicht mehr. Sie sind mit Bachmanes verbündet, was doof für uns ist. Denn wir sind mit Vijayanagara verbündet. Trotzdem nehme ich mal die Bengalen, weil ich glaube, das könnte ganz hilfreich sein für den Krieg gegen Jaipur. Aber ich denke, wir werden sie nicht heiraten. Denn das ist gar nicht so unbedingt notwendig. So, nochmal hier ein bisschen. Ich will jetzt gerne einmal die. Nee, ich wollte euch nicht heiraten. Habe ich auch gerade gesagt. Habt ihr mir nicht zugehört oder was? Geil. River Crossing. So. Mit wem seid ihr verbündet? Mikalaf. Was war das nochmal? Da unten. Da können wir ja tatsächlich mal direkt hingehen. Ja, ne?
Ihr geht mal hier schön hin. Caracolonio, wo steht denn da oben? Habt ihr gerade einen Krieg? Nee. Warum sieht das denn so aus, als hättet ihr gerade einen Krieg? Zwei, nochmal hier. Majau Pur mag uns jetzt schon nicht mehr. So schnell geht das. Gerade noch verbündet, jetzt schon minus 55. Meint ihr AE gegen euch? Wahrscheinlich, ne? Ne, minus 24. Das ist alles easy. So, könntet ihr jetzt mal hier ankommen gleich? Die hauen jetzt hier schon ab, weil sie mich gesehen haben. Frechheit. Wie weit sind wir denn weg von Tech? Ewig. Ewig. Aber ich hätte vielleicht Mikaljav da gerade eben nochmal extra ziehen sollen. Weil ich glaube, da hätten wir durchaus... Naja, egal. Aber ich glaube, da hätten wir durchaus noch was rausziehen können. Ja, eigentlich möchte ich, dass du den kriegst. Das ist Gonrill. Ah, der ist ja, hat auch kein Siege-Pip. Das ist eigentlich egal. Aber es ist trotzdem besser, wenn du Gonrill nimmst. Wir nehmen hier den kompetenten Typen. Denn wir werden hier versuchen zu verhalten. Ob das denn gelingt, ist eine andere Frage. Caracolonio hat Armeen bekommen. Das finde ich ja schon mal sehr frech. Ja, lauft einfach dann nochmal um 18 Ecken weiter. So was liebe ich ja immer. Mit wem sind eigentlich die Osmanen hier im Krieg, dass die die ganze Zeit durchlaufen? Mit Ipios, aber die sind hier überhaupt nicht. Wer ist denn hier von euch? Momentane Kriege, Osman, Genua. Jetzt wollt ihr echt, um dahin zu laufen, hier ganz außen rum. Das ist der sinnvollste Weg, sehe ich das richtig? Naja, gut, wenn ihr meint. Dann macht das so. Dann macht das doch so. Ist mir doch egal. Jetzt sind alle... Oh, dass man aus diesem Menü immer nicht rauskommt durch irgendeine andere Aktion. Aus allen anderen Menüs kommt man immer raus. So. Das ist die tolle Armee, die ihr ausgeliehen habt. Naja, gut. Wie ihr meint. So, wir können Militärtech nehmen, machen wir aber nicht. Also wir wollen Militärtech nehmen, keine Militäridee, so rum. So, Abu Arish. Hier zufällig da war sie Ansprüche. Jo. Hier auch? Nö. Ist da. Ne, da oben ist Mekka. Ja, das gefällt mir auch irgendwie nicht, dass hier gar nicht nach meinen. Willen handeln und da eben Ansprüche fingieren. So. Das nehmen wir mit. Können euch auch komplett fressen. Zwar noch nicht sofort, aber... Aber fast. Ich glaube, das behalten wir uns nochmal als Möglichkeit. Dann würden wir das aber auch an Davasir geben und die würde ich behalten, dann könnten wir da nämlich einen Anspruch fingieren. Es kann aber sein, dass wir die nicht instant coren können, aber sobald die andere da oben kortiert, dürfte es gehen. Kannst du Shiran einnehmen, weil Tabaris konnte er ja nicht einnehmen. Geld können wir mal nehmen. Oh. Ich glaube, hier ziehen wir uns mal zurück. So, jetzt geht das hier. Da sollten wir gleich mal gucken, dass wir hier die beiden Armeen zusammenziehen.
Sieht's aus? Geringer Wille. Sehr gut. Mein Handy vibriert. Ja, wir dürfen sogar Korn. Das ist nett. Okay. Jo, dann gehen wir mal wieder hier nach oben. Und wollen da mal zusammen machen. Oh, ein reisender Spielmann. Und wir haben schon 3er Stabilität. Ansonsten hätten wir hier einen Stabilitätspunkt bekommen. Aber so kriegen wir 50 Admin-Macht. Auch nicht schlecht. Aber wir haben ja echt viel Admin-Macht und sind noch weit entfernt davon, dass wir sie brauchen. Und deshalb würde ich fast sagen, gucken uns einmal hier an im Kundusch, ob hier nicht auf das hier geändert werden kann. Apropos, wir sollten mal eben hier bei Starten ansonsten die Fortschrittsbemühungen ausmachen, weil die brauchen wir gerade gar nicht und die kosten uns unnötig Geld. Das dagegen können wir ganz gut gebrauchen, denn jetzt können wir im Kundusch für 31 upgraden und das machen wir nochmal und zwar mit Admin. Das ist der gleiche Start. Eigentlich geht es mir hauptsächlich darum, dass wir hier in Richtung 10, also wir müssen nicht mal alles auf 10 kriegen quasi, was ich hier gerade mache, aber eben in Richtung 10 so ein paar Sachen machen. Das reicht mir jetzt schon. Denn bei 10 locken wir, also schalten wir wie gesagt einen neuen Gebäudeslot frei. Und das ist dann schon ganz gut. So, dann kommt ihr. Ihr könnt jetzt eigentlich einfach hier hinziehen. Dann haben wir den 21 das und die anderen können weg. Sogar schon wieder was schafft zu konvertieren. Das ist doch nett. So, und hier ist wieder was untätig und irgendwer ist wieder bei den Osmanen. Beides völlig unnötig. Da finde ich doch bessere Ziele für euch. Meine lieben Beziehungsverbesserer. Generell können wir mal gucken, was wollen wir denn in diesem Krieg überhaupt erreichen? Ziel ist es erstmal hier weiter diese Kulturgruppe sich anzueignen hier. So wäre dann der Frieden und das ist völlig irrelevant für das, was wir hier haben. Heißt für mich, wir gucken einmal, ob wir hier irgendwo in der Nähe sind von Objektgefahren, ja im Jemen. Da würde ich dann noch gerne einmal verbessern. Und ja, hier könnte man auch, wenn man wollte, muss aber nicht unbedingt. Wie sieht das hier aus mit Meinung über uns? Gujarat könnten wir nochmal wieder reingehen. Aber das dauert noch ein paar Tage, bis wir dahin können. Und auch so lange, dass wir jetzt mal eben vorher das machen. So. Sehr schön. Immer schön hier alles besetzen. Leider besetzt der Gegner auch was bei uns, aber ist jetzt auch nicht so wild. Also was ich mir natürlich damit so ein bisschen kaputt mache, ist jetzt hier quasi die Verbindung Richtung Mamelucken. Oh, was macht ihr hier? Irgendwie machen die mir hier gerade ein bisschen Angst. Ihr wollt jetzt hier echt rein? Ist halt nicht mein Vor bisher, ne? Aber irgendwie war das nicht die allerschlauste Idee von euch, oder sehe ich das falsch? Oh, jetzt sind die schon wieder bei den Osmanen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Da wir offensichtlich hier keine Probleme mit denen haben, machen wir einfach jetzt mal Nachbarländer. So, und können Diplotech nehmen, wenn wir wollen. Wollen wir aber gar nicht. Da boosten wir erst weiter unsere Ideen.
Jetzt belagern die da unten zurück mit ihren ausgeliehenen Truppen, Frechheit. Was ist denn eigentlich unser Kriegsziel überhaupt? Wir haben es, sind ja da oben das. Werden sie aber jetzt gleich versuchen zurück zu belagern. Gefällt mir jetzt hier auch nicht, was hier schon wieder los ist. So, aber das gefällt mir dann wieder ein bisschen besser. So, das ist doch gut für uns. Warum kriegen wir denn den Mann? Das ist unser Gebiet. Frechheit. So, auf einmal haben wir 74er Kriegsstand, weil die Hauptstadt gefallen ist. Können wir die einmal wirklich jetzt töten? Das wäre natürlich nice. So, was schlagt ihr mir denn vor? Nee. Ich habe nämlich jetzt letztens erfahren, dass wenn man Sachen annimmt, die einem der Gegner vorschlägt, dass man weniger AE kriegt. Aber bei dem bisschen, was wir da gekriegt haben an Vorschlag, würde ich mal sagen, nee. Die protestantische Reformation ist da. Magela. Ja, lassen wir das schick werden. Jetzt haben wir diesen Vorschlag, den wir nicht nehmen wollen. Da habe ich euch ja schon ganz am Anfang von geredet. Auch wenn da fast steht Kala stärken. Nein, da steht dann natürlich Kalzer stärken, aber trotzdem. Nee, das machen wir nicht. So, jetzt haben die aufgehört, die zu verleihen, die Truppen. Hätten das nicht mal ein bisschen früher machen können? So, Schirwan ist auch gefallen. Dann gucken wir jetzt mal nochmal nach. Aber die Frage ist, ob wir jetzt hier einmal durchstechen wollen. Ja, wollen wir. Das kostet uns dann zwar jetzt hier quasi, dass wir... Haben wir danach alle? Ja, nee, da oben fehlen uns noch welche. Gut. Nee, dann stoßen wir hier durch. Das halte ich für wichtiger. Aber das Geld würde ich auch gerne mitnehmen. Ich habe jetzt echt keine Mannstärke mehr. Das ist belastend. So, wenn Sinja da besetzt ist, dann sollten wir den Kriegsstand haben. So, wir haben echt keine Mannstärke mehr. Also wir könnten etwas von unserem Professionalismus dagegen tauschen. Die Frage ist, wollen wir das? Wo rennt ihr eigentlich hin? Finde ich das so gut, dass ihr Armeen hier durch meine mein Land schickt? Hassan Kaif. Das ist mir eigentlich egal. Was die eigentlich machen dürfen. Okay, ist egal. So, und jetzt müssten wir eigentlich direkt rüber, ne? Ja, das ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Aber wir müssen jetzt eigentlich direkt den Krieg gegen Nagur machen. Ne, nicht Nagur, Jaipur. Die auch ein bisschen heftiger wird. Die haben auch Tech 8 und die haben viele Truppen. Aber wir können die Bengalen und Vijayanagara nehmen und dann ist das egal. 1503 wird es dazu kommen. Frühestens. Ajam ist aber noch zu weit hin. Und auch hier. La Mansadaran da Karakolunio. 3,3 Jahre. Hm. Das ist aber eine doofe Zeit, aber gut. Zumal wir das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen bestärken hier gerade. Aber das macht nichts. So, wie viel Professionalismus haben wir denn? Ah, nicht genug, meiner Meinung nach. Nicht genug. So, du kommst mit. Und dann ist die Frage, ja, wir müssen jetzt mal hier drauf investieren.
und nehmen dann die mit. Denn wir müssen so langsam ja uns auch wieder mit unserem Regierungslimit ein bisschen vergrößern. Machen das. Ja, war richtig. So. Hier wartet einen Moment. Malva will sich mit mir verbünden. Ich glaube nicht. So, und dann lauft ihr nach vorne. Wir können in der Zwischenzeit mal einmal die Festung ausschalten, um ein bisschen mehr Geld zu machen. Deutlich mehr Geld zu machen. Und ich würde sogar sagen, wir stellen gerade mal den Unterhalt der Armeen runter. So, wir verlängern die Darlehen. Alles gut. Die kosten uns kaum was. Bisschen Unterhalt da jetzt, aber hey. Was ist denn mit euch schon wieder los? Warum lauft ihr immer in so Gruppen? Wo ihr dann doch Attrition kriegt. Das ist immer so nervig. Dass man denen nicht sagen kann, ihr lauft dahin, aber achtet darauf, dass ihr nicht zusammen mit anderen da in der Provinz steht. Das wäre doch mal ein geiles Feature. So. Mit wem seid ihr verbündet? Ach ja, Nagur da unten. Da müssen wir dann tatsächlich als erstes ran. Oh. Gondril ist Herrscher. Ist echt ein Scheißherrscher, ne? Kein Military, 7 Punkte und Diplomatie-Minus. Also, naja. Aber gut. Warte mal, waren das 2? Nee. Gut, dann kommt ihr jetzt einmal hier unten hin. Wollen Legalismus haben. Wollen euch beide nicht heiraten. Okay. Können wir Sister noch einmal heiraten? Damit wir eine Frau haben. So, und wir wollen als erstes Nagur ausschalten. Ich denke, das ist sinnvoll. Bündnis aus Tunesien. Ja, würde ich nehmen. So. Damit hat Gondril jetzt eine Frau. Das ist doch schon mal schön. Das gefällt mir schon wieder gar nicht, was wir an Mali kriegen. Und wir warten eben noch den Tick ab. Nehmen das hier, glaube ich, mit eben. Wobei wir da nicht eingreifen können. Das war nicht das Allerschlauste von mir. Müssen wir noch einen Monat warten. So. Und Jaipur Krieg. Wir nehmen hier alle mit. Ihr, nee, machen wir nicht mit. Und wir sagen von Tundadur oder so. Haben wir das? Nee, haben wir nicht. Aber Giert wollen wir auf jeden Fall haben. Natürlich eine Stadt mit Dings da, das war doof. Mit Festung. Aber gut. Da kommen die Nagura zurück. Was uns hier gleich eine gewonnene Schlacht bringt und außerdem.
verlieren 6000 Rekrutenreserven. Die haben wir doch gar nicht. So, sieht so aus, als würde Nagur schon Frieden schließen wollen. Wir nehmen Gorva mit, denn darauf haben wir einen Anspruch. Und nehmen eher weniger Geld. Denn Geld müssen wir aufteilen, auch an unsere Verbündeten. Die Reparation nicht. Wobei wir kriegen 19 von den 20. Dann können wir lieber das Geld nehmen, als die Ansprüche aufgeben. So, nehmen wir das mit. Du gehst nach Mitteldoab. Und wir gehen hier hoch. Ich würde eigentlich ganz gerne haben, dass hier die Bengalen hingehen. Ah, der sieht doch schon mal besser aus. Ich bin mal uneigensinnig hier. Okay, hier ist gefallen, das ist gut. Ich überlege, ob wir tatsächlich noch mehr. Ja, können wir. Ich würde 375 bauen wir hier auch noch. Und ein Gericht. Und jetzt Zorn muss wieder den Krieg erklären. Hören wir aber gerade gar nicht. Ganz schön viele schiitische Provinzen haben auf jeden Fall inzwischen. Ja, komm, gehen wir in Autonomie. Das ist schön, dass die sich da nicht. Was machst du denn jetzt hier? Wo willst du denn hinlaufen? Kämpfen auf meiner Hauptstadt irgendwelche Unbekannten gegen Rebellen, die nicht zu mir gehören. Hä? Was ist hier los? Dominanz im Seidehandel, auch schön. Apropos schön, schön ist auch das hier, zumal wir damit Kosten von Ideen nochmal einen Rabatt kriegen. Aber wir sind schon wieder hier fast am nächsten Tag dran, ne? Jetzt können wir nochmal auf Landerwerb gehen hier. So, dann müssen wir gleich mal kurz gucken, wie wir hier eigentlich gleich vorgehen wollen. Was wir haben wollen. Jetzt hat der echt Gorva da unten besitzt, was ich gerade habe. Das finde ich mal frech, wenn die das machen. Große Frechheit. Kannst du da nicht hinlaufen? Was ist das denn hier? 138 für Unruhe minus 2, das nehmen wir mal mit. Ja, ist eigentlich egal. Wir brauchen keinen Übertrage-Untertan. Wir brauchen keine Kolonien. Den Kampfbonus in der Hauptstadt. Oder auf den Geländefeldern der Hauptstadt. So, Jean-Pur ist gefallen. Was ist das denn hier? Nein! Mann, du bist mein geiler General. Geh du da mal rein.
Andererseits wollen wir eigentlich nicht, dass hier so viele drin stehen. So, habt ihr das da unten langsam mal eingenommen? Noch immer nicht. Das wäre jetzt echt mal nett von euch. Komm, 21%. Hier 10, es ist gesunken. Aber jetzt gefallen, alles gut. Parallel können wir den nächsten Admin-Tag nehmen, wenn wir wollen. Aber dann können wir natürlich gleich nicht koren. Und wir werden viel koren gleich. Ja, deshalb lassen wir das auch. So, und stattdessen nehmen wir jetzt hier Ländereien. Und dazu gucken wir einmal, wir brauchen von euch nur Geert eigentlich. Und dann Verein Punjab brauchen wir euch auch nicht für. Für Kaiser Hindustans, da bräuchten wir allerdings schon ein bisschen was. Da werden wir auch ein bisschen was mitnehmen. Hallo? Warum bleibt das nicht eingeblendet? Alles bis Varassi eigentlich. Ich denke, wir nutzen das erstmal, um hier möglichst... Ah, gut ist das aber auch nicht. Aber wir bleiben auf jeden Fall erstmal hier bei diesen Gebieten. Das sind auf jeden Fall auch teure Provinzen. Das kann man hier anders sagen. 176 Admin-Macht brauchen wir, um das zu koren. Ist jetzt nicht so ohne. So... Okay. Jetzt kommt hier oben Karakulunium gleich. Da haben wir natürlich nichts mehr stehen. Deshalb ziehen wir euch jetzt nach oben. Reicht das überhaupt? So richtig nicht, ne? So richtig nicht. Können wir nicht noch ein... Euch ziehen wir da mal auch mal mit rüber. Und ihr bleibt hier und drillt. Jean-Pur bereitet einen Krieg gegen Ü vor. Ü, sag ich dazu nur. Ein talentierter Richter. Diplomat 3, aber den haben wir schon. Mal gucken sollen, er ist schon 50, ne? Wann stirbt er denn? 6% pro Jahr stirbt er. Oh, das war das habe ich nicht am Schirm gehabt. Das war jetzt ein bisschen doof. Da, ups. Was ist hier denn passiert? Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Da muss ich mal gucken, dass ich das bis zum nächsten Mal wieder zum Laufen bekomme.